Willkommen Leute zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute wieder Minecraft Attack und ich werde mal gucken, dass ich ein bisschen Netherquarz noch rankriege. Ich denke mal, heute werden wir auf jeden Fall unsere 33 Level, die ja das Ziel waren, zusammenkriegen. Und ja, da farme ich jetzt hier schon mal ein bisschen weiter. Es ist irgendwie ziemlich dunkel oder so, kommt mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, habe ich hier irgendwas verstellt? Eigentlich nicht. Nee, müsste eigentlich so sein wie immer. Naja, auf jeden Fall jetzt Level 30, das ist ganz gut. Und wir gucken einfach mal wegen Quarz. Ich werde auch immer mal so Fackeln setzen. Obwohl, nee, wir können ja dann uns einfach töten und das reicht ja auch, stimmt. Wir sind ja hier nicht in Hexit, ne? Ja, und da gucken wir einfach mal. Ich habe ja auch die Glücksspitzhacke, stimmt. Ja, und ich wollte ein kleines Thema vielleicht ansprechen. Ich wusste aber nicht genau was. Ich habe mir hier noch ein paar Themen aufgeschrieben gehabt. Ja, da wusste ich aber jetzt auch nicht genau, was ich da nehmen soll eventuell. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ist da jetzt kein so passend erstmal. Da wollte ich gerne noch abwarten, wie sich die entsprechenden Dinge so entwickeln. Ich schreibe mir nämlich immer mal so ein bisschen was auf, wenn ich so Nachrichten höre oder so. Was ich dann vielleicht dazu sagen kann oder so. Und ja, keine Ahnung, da warte ich dann manchmal erstmal ein bisschen ab. Manchmal überlege ich mir dann auch noch, ja, will ich das jetzt wirklich ansprechen oder so. Und da lasse ich es dann auch oft einfach komplett weg. Oder ich nehme es auch gerne für meinen Hauptkanal, deswegen gucke ich halt, dass ich hier mir nicht selbst die Themen klaue, ne? Weil für meinen Hauptkanal habe ich zum Beispiel auch noch einige, die ich nicht hier nochmal ansprechen will, ne? Naja. So, manche Sachen kann man natürlich auch doppelt sagen oder so, aber bei allen geht das eben nicht. Zum Beispiel über Craft Attack 3, das Ende, da habe ich damals auch hier und auf meinem Hauptkanal drüber gesprochen. Das weiß ich noch. Naja, es ist immer so ein bisschen schwierig mit den Themen. Und ja, vielleicht könnt ihr mir ja auch mal, wenn ihr Ideen habt, noch was schicken. Also gerne immer, egal ob ich jetzt hier mal frage oder ob euch auch so mal was einfällt, da könnt ihr mir immer gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer offen, ich schreibe mir das dann halt einfach auf und oder guck nochmal in die Kommentare, wenn ich ein Thema brauche und dann sehe ich es dann spätestens. Aber in der Regel schreibe ich mir das eher auf eine Liste und hab's dann nochmal übersichtlich und kann dann auswählen, was ich ansprechen will, ne? Naja. Ist halt immer so, also während man so Quarz farmt und so, da hätte ich schon immer gern so ein Gesprächsthema. Und ja, heute mache ich es ganz geschickt. Heute mache ich mir einfach das Gesprächsthema des Gesprächsthemas zum Thema. Ja, okay. Also, nur mal so. Das ist mein psychologischer Trick. Okay, dann gucken wir mal. Also hier den Stein, den könnte ich auch noch abbauen. Weiß nicht, ob wir Glowstone brauchen. Naja, wenn man jetzt schon mal so hergesetzt haben oder kriegen, dann nehme ich ihn auch mit, ne? So. Kann man auch nochmal hier reingucken in die Netherfestung. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Und vielleicht finden wir hier gerade auch Quarz. Da gucke ich jetzt vielleicht auch mal in die Fenster hier. Weil da sieht man das auch mal gut. So, ein Level bräuchte ich noch oder vier. Aber nichts dazwischen bitte. Oh. Oh, nochmal Dias und zwei Goldbarren. Ja, nice. Komm, nehme ich einfach so mit. Hätte ich auch gleich abbauen können. Naja. So, was gibt's hier noch Schönes? Bisschen grunzen höre ich. Naja. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass mein Mikro auch wieder laut genug ist. Ich habe es jetzt mal ein bisschen anders gerichtet. Ne, obwohl eigentlich ist es relativ so wie sonst. Naja. Kam mir nur so vor. So, ich hoffe, es rauscht wieder nicht zu sehr. Das ist immer scheiße. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mein altes Mikro wieder nehme. Ich habe es mir jetzt extra nochmal aufgehoben als Ersatz. Falls an dem hier irgendwas nicht stimmt oder so. Und ja, wenn mir das mit dem Rauschen dann zu krass wird, ich muss nochmal gucken, dass ich irgendwann mal Zeit finde und die Einstellung überprüfen kann. Zumindest letztens in der Folge mit Nekrug ist mir sehr aufgefallen, die es auch auf seinem Kanal gab. Das haben wir über TS gesprochen, ne? Also Teamspeak. Und da ist die ganze Zeit, wenn ich geredet habe, hat man so richtig deutlich das Rauschen gehört. Also zwischendurch mutet Teamspeak sich ja immer irgendwie. Erst wenn du eine bestimmte Dezibelzahl erreichst mit deinem Mikro, dann schaltet sich Teamspeak irgendwie ein. So ist das irgendwie programmiert und da war es dann eben so, dass das dann immer so
richtig aufgefallen ist, wenn ich angefangen habe zu sprechen, dieses Rauschen nebenbei. Und das war einfach nur richtig kacke. Und ja, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Eventuell, wenn es mir zu sehr auf den Sack geht, dann nehme ich dann eben wieder mein altes Mikro. Oh lol, hat sich jetzt aber schnell abgebaut. Ich habe nämlich noch überlegt, ob ich sie nicht doch stehen lassen soll, weil den Goldpanzer brauche ich nicht. Und ich könnte vielleicht auch noch ein bisschen anderen Crap rauswerfen. Naja. Auf jeden Fall, ja, muss ich mal gucken. Bei meinem alten Mikro ist halt das Problem, das ist halt ein Headset, ne, und das, die Kopfhörer funktionieren nicht mehr. Das habe ich auch schon öfter mal gesagt und da muss ich dann immer noch mal extra Kopfhörer aufsetzen, vor allem wenn ich mit anderen Leuten aufnehmen will. Und das ist natürlich auch nicht so geil. Naja, die sind auch einfach so von einem auf den anderen Tag kaputt gegangen, ne. Also die, da kommt dann nur noch so ein komischer, unterschwelliger Sound, kein richtiger mehr und das ist ganz komisch. Ja, sowas kann ich immer leiden, wenn irgendwas von einem auf den anderen Tag kaputt geht, ohne irgendeinen Grund. Also einfach so. Ich hätte es ja verstanden, wenn ich es irgendwie, keine Ahnung, dreimal hätte runtergeworfen oder so. Oder einfach, weiß ich nicht, irgendwie so dran gezogen, dass es sich eben irgendwie, ja, irgendwas gelöst hätte oder so. Und dann ist kaputt, das ist ja klar. Aber einfach so, das ist immer scheiße, weißt du? Und das ist immer nur dieser Verschleiß, wenn Geräte ein bestimmtes Alter erreicht haben, dass sie dann kaputt gehen müssen. Weil die Hersteller wollen, dass du dir ein neues kaufst. Ja, geil. Scheiß Konsumgesellschaft. Nee, ist auch wirklich so. Das merkt man auch vor allem bei Haushaltsgeräten. Bei solchen Mikros aber auch. Vor allem, wenn die nicht so viel kosten. Ich meine, das hat 20 Euro gekostet. Und dann ist es einfach nach knapp anderthalb Jahren schon wieder kaputt. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Aber nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Und ich weiß nicht. Naja, ich würde sagen, ich gehe jetzt aber auch an der Stelle mal zurück. Beziehungsweise lass mich töten. Stimmt, da kann ich ja jetzt einfach nochmal hier ins offene Feuer, haha, laufen. Passt natürlich, ne, mit den Blazes. So, ach du Scheiße, es sind drei. Ich dachte nur zwei. Naja. Kann man noch mal ein paar Blaze Rods farmen. Vielleicht geben sie ja was, so. Naja, passt doch. Ah ja, hier war auch schon jemand. Na gut, ich hätte gern noch ein Bild von Quarz, also ein Thumbnail. Vielleicht kriegen wir noch eins. Ach du Scheiße. Als ob. Das wäre natürlich auch ein Thumbnail wert. Soll ich das machen? Das als Thumbnail? Das sieht man nicht so richtig, ne? Na, obwohl, warte mal, wenn ich einen Block setze. So vielleicht. Irgendwie, ja, doch, das sieht man. Okay, da wird das das Thumbnail. Ist mal was anderes, dachte ich mir. Naja, gut. Dann stürze ich mich mal irgendwo in die Lava. Wo haben wir denn welche? Ich weiß ja nicht. Ich glaube hier irgendwo, ne? Ach du Scheiße, wie viele hier einfach sind. Ja, genau, da vorne, da kann ich mich einfach rausfallen lassen. So. Vorsichtshalber nochmal die Koordinaten öffnen. Falls sie doch mal Keep Inventory aus Versehen ausgestellt haben. Im Nether funktioniert's aber, ne? Genau, im End hat's ja nicht funktioniert. Das war ja das Problem. So. Am Nether bin ich ja schon öfter mal gestorben, da ging's dann auch. Ich hoffe nur, dass das in der jetzigen Version auch noch so ist. Ich stelle mich mal vorsichtshalber nicht genau in die Lava, sondern lieber so ein bisschen hier daneben. Dann lieber durch Fallschaden sterben und dann sind die Items noch da, ne? So. Ja. Die sollten aber drin sein noch, genau, gut. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt nämlich ein bisschen unser Schwert machen, beziehungsweise machen wir in der nächsten Folge. Ja, kann mir schon mal, oder ich kann erstmal hier Sachen raustun. Wo kommt denn das Gold hin? Hier. Ja, ich probiere einfach mal alles. Alles, was passt, so. Da, da. Netherziegel hatte ich schon. Magma-Creme. Wie mache ich es denn mit dem Gold jetzt? Ja. Bisschen Glowstone noch. Magma-Creme kam ja hier mal rein. Das ist ja eh die Netherkiste.
So. Naja, gut, das passt. Wie mache ich denn das? Weg damit. Die Dias, wo tue ich denn die hin? Warte mal. Ah ja, stimmt, da hatte ich ja die Kiste hier. Okay. Stimmt, da hatte ich auch das Gold drin. Ja, gut. Habe ich schon wieder vergessen, ey. So. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Pferderüstung schmelzt sich durch. Und ja, haut rein, bis zur nächsten Folge und tschüss.